For me, Happy Lab is a place where creativity sparks. Das Happy Lab ist für mich ein Ort, in dem Gedanken Material werden können. Neue Techniken zu lernen, kennenzulernen, für mich war es die Möglichkeit, mich selbstständig zu machen. Dann tun sich neue Welten auf. Die Möglichkeit, verschiedenste Projekte zu verwirklichen. Dinge wie Stempel, T-Shirts, kompletten Roboter. Aufkleber, Bausätze. Man lernt auch Menschen kennen. Community, sehr nette. It's where you can actually build your dreams. Happy Lab ist eine offene Werkstätte mit einer Reihe von digitalen Produktionsmaschinen, 3D-Drucker, Lasercutter, CNC-Fräse, die jeder hier nutzen kann, um seine eigenen Projekte umzusetzen. Mit der digitalen Fertigung passiert das, was bei Open Source Software schon gang und gäbe ist, jetzt auch im Hardware-Bereich. Man kann Sachen, die man selbst entwickelt hat, mit anderen teilen, die Dateien im Internet sharen, und so entsteht einfach eine Innovationsdynamik, in der jeder auf dem aufbauen kann, was andere gemacht haben. Mir gefällt ganz gut, dass im Happy Lab wirklich die unterschiedlichsten Leute arbeiten. Das heißt, da gibt es Studenten, die ihre Studienprojekte machen, Pensionisten, die im Modellbau tätig sind, Startups, die irgendeine Produktidee versuchen umzusetzen. Und dieser Mix macht es einfach so spannend, dass man, wenn man über den Tisch schaut, ganz was anderes sieht und ein bisschen mitleben kann, was sich da so tut. Hallo, ich bin der Georg. Ich baue im Happy Lab Multicopter. Durch Bekannte habe ich erfahren, dass es das Happy Lab gibt. Ich habe mir das angeschaut und war eigentlich begeistert von den Möglichkeiten. Das ist einfach ein steter Prozess. Du fängst klein an und verbesserst und verbesserst und dann irgendwann kommt so ein Projekt dabei raus. Modellbau ist für mich rein nur ein Hobby. Ich bin im IT-Bereich tätig. Das Modell, wie es hier ist, das habe ich selbst entworfen und dann im Happy Lab auf der CNC-Fräse hauptsächlich gefertigt. Grund dafür gibt es keinen, außer es macht Spaß. Ich bin Florian und studiere Wirtschaftsingenieurwesen an der TU. In meiner Freizeit mache ich so kleine Projekte. Zufällig im Internet bin ich über ein Bild gestoßen von einem Holzrad. Ich habe im Prinzip die Geometrie von meinem Rennrad verwendet und habe dann dieses CAD-Modell selber erstellt. Circa 14 Kilo. Der Rahmen selber ist im Prinzip aus einzelnen Schichten aufgebaut, die gläsert sind und dann verleimt. Der Sattel ist dann gefräst. Aushalten her ist kein Problem, eigentlich ist nur ziemlich elastisch und das merkt man halt beim Fahren, dass es ein bisschen mitschwingt. Also ich bin die Anja, habe 2012 mein Schmucklabel Hardware gegründet und habe mich jetzt auf die Verarbeitung von hochwertigen Kunststoffen spezialisiert. Und wir sind hier im Shop und da werden meine Sachen auch verkauft. Also ich habe so ein bisschen die Ideen, sitze dann abends oft, wenn die Kleine schläft, und zeichne ein bisschen und der Thomas setzt es dann um. Wir haben einfach eine Fertigungsmethode gesucht, wo wir ganz einfach einmal Prototypen herstellen können und sind irgendwie über Umwege auf das Happy Lab gestoßen. Und mittlerweile passt das sehr gut rein, man kann dort eben Kleinserienanschauungsmuster anfertigen. Ja, also die Glückskekse eben werden auch in Kleinserien im Happy Lab produziert, und das war schon anfangs so, dass ich mit der Laubsäge halt gesessen bin und dann war irgendwann ziemlich bald klar beim ersten Weihnachtsmarkt, dass man da ein bisschen an einer schnellen Produktion einfach sich umschauen muss. Und ja, wir machen das seit 2 Jahren zusammen, es funktioniert sehr gut und wir hoffen, dass wir noch lange Zeit so zusammenarbeiten können. Ja, wir haben vor einigen Jahren für unsere eigenen Projekte Maschinen gehabt und wir haben gemerkt, alle möglichen Leute aus den verschiedensten Richtungen wollen auch mit diesen Maschinen irgendwas arbeiten. Wir haben uns dann dazu entschlossen, das einfach zu öffnen und jedem die Chance zu geben, mit Geräten einfach coole Projekte umzusetzen. Also in uns allen steckt ja unglaublich viel kreatives Potenzial. Jeder von uns hat 1000 Ideen und nur die allerwenigsten davon werden leider umgesetzt. Und da gibt es sehr, sehr viele Hürden. Man hat die Maschinen nicht, das Know-how nicht. Und eben diese Hürden versuchen wir im Happy Lab abzubauen. Und das Ziel ist einfach, dass mehr dieser tollen Ideen, die zweifelsohne da sind, einfach auch angepackt werden. Also an sich braucht man keinerlei Vorkenntnisse. Man kann hier bei uns alles lernen, wie man mit den Maschinen umgeht. Ja, wenn man Interesse an der Thematik hat, dann schaut man einfach einmal vorbei. Wir haben jede Woche einen Tag der offenen Tür, Open Lab. Wir erklären das und zeigen das gerne her. Das Einzige, was man braucht, ist eine Idee, was man machen möchte. Alles Weitere kriegt man dann bei uns.
Also unser Ziel ist, dass das für die Leute nichts Besonderes ist, ins Happy Lab zu kommen, dass man mit 3D-Druckern, Lasercuttern und anderen derartigen Technologien ganz selbstverständlich umgeht und das einfach als das nimmt, was es ist, nämlich die Werkzeuge der heutigen Zeit, um Ideen umzusetzen.